Herzlich willkommen zur heutigen ersten Sendung mit Path of Exile. In weniger als 10 Minuten beginnt das neue Event. Und das Event ist eines der Season Events Sendungen und mit Path of Exile. Bedeutet eine Stunde. Weniger als 10 Minuten. Bedeutet eine Stunde lang Endless Ledge. Mal schauen, wie weit ich dabei komme. Normal sollte ich es schaffen können, bis Level 9 auf jeden Fall zu kommen, um 3 Punkte zu erhalten für das Season Ranking. Eventuell schaffe ich sogar bis Level 12, dann würde ich 4 Punkte bekommen, aber schauen wir mal, wie gut ich mich schlage und wie gut es heute läuft. So, ansonsten gehen wir mal in die Vorbereitung, dass das Spiel auch dann bald anfängt. So. Minuten to go. Ich habe jetzt aktuell beim ersten Mal noch keinen Chat integriert, beziehungsweise diesen noch nicht angepasst, deswegen werde ich aktuell nicht auf Nachrichten reagieren. Beziehungsweise, okay, Moment. Werde ich jetzt nochmal probieren, den Chat zumindest soweit mitlaufen zu lassen. Okay, also ich habe mir den Chat jetzt noch daneben gelegt. Das heißt, ich sollte zumindest sehen, wenn Nachrichten kommen. Jetzt gilt es erstmal darum, vorzubereiten, damit es in 5 Minuten losgehen kann. Okay, das brauchen wir aktuell noch nicht. Wichtig ist, Mana in die Mitte legen und das Ganze direkt verfügbar zu haben, die Identifikationsscrolls. Und dann nachher schnell loszulegen mit den ersten Teilen dort, um die aufzunehmen. Ja. Noch ein paar Minuten abwarten und dann geht es los. Okay, 3 Minuten to go. Okay.
anderthalb Minuten, dann geht das Rennen los. Eine Minute. Die Blätter stürmen im Wind. Als erstes ist es natürlich, da ich eine Witch, eine Hexe spiele, ist der Zauberstab und Fireball und wahrscheinlich die entsprechenden Gems von Firestorm und Ice Nova. Schauen wir mal, ob die jetzt alle gleich wieder da dabei sind und dass ich die mitnehmen kann. Der Firestorm selber ist, glaube ich, erst wieder ab Level 4. Okay, 10. So. Los geht's. Genau. Also erstmal die Scrolls einsammeln. Dann Firestorm. Stormcall. Ice Nova. Oh, da ist schon der erste. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich natürlich die falsche Waffe hier aufgesammelt. Hallo. Das fängt ja schon mal gut an. Also Driftwood Wand ist das, womit ich natürlich spiele. Das Zweitschild, das nochmal Energieschild hat. Und Fire Trap. Die ist noch interessant. Ansonsten Fireball und Ice Nova für den Anfang. So, die kommt hier hin. Fireball, Ice Nova. So, Quicksilver Flask ist wichtig, damit wir uns schneller bewegen können. Natürlich noch die zweite Mana-Flasche. Sonst ist hier nichts Interessantes dabei. Den Stormcall werde ich mal noch mitnehmen. Ich habe allerdings im Moment keinen zweiten oder keine weitere blauen Elemente. So, die anderen Sachen, mit denen spiele ich normal nicht, deswegen helfen die mir nicht weiter. Und nach dieser Session können die Gegenstände nicht behalten werden. Das heißt, es verfällt sowieso alles. Es macht keinen großen Sinn, hier allzu viel einzusammeln. Vielleicht wichtig für den Anfang ist im Endeffekt Mana. Okay, die Weste. Das heißt, damit kann ich jetzt schon mal den Freezing Pulse noch mit nutzen. Wobei ich den nicht sehr oft verwende, aber vielleicht bietet es doch nochmal an. In der Hinsicht ist die Ice Nova einfach viel effektiver. Noch eine Sache, die Sessions sind alle Hardcore League, das heißt ein Tod und es ist vorbei. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, dass man sich nicht zu sehr übernimmt mit irgendwelchen Gegnern, weil sobald man das Zeitliche segnet, ist es vorbei. In diesem Event ist es dann noch von Vorteil, dass auch wenn man stirbt, bekommt man zumindest die Punkte, die man ohnehin schon hätte. In den meisten anderen Events ist es normalerweise so, dass mit dem Tod auch keinerlei Belohnungspunkte mehr verbunden sind. Weil nur wenn der Charakter überlebt, gibt es auch die Punkte. So, das erste Level hatten wir jetzt schon erfolgreich bekommen, also den ersten Levelaufstieg, den ich auch gleich investiert habe in die Verbesserung meiner Mana-Kraft, beziehungsweise die Mana-Regenerationsrate, die dann um 40% gesteigert ist.
So, hier haben wir jetzt schon eine, wenn, also einen Zauberstab, der jedenfalls, ja, sozusagen mein Fireball weg. Das heißt, der Freezing Pulse wird dann aktuell nicht verwendet. Und hier haben wir, okay, Cold Gems würden das bekommen, aber ich komme, bekomme noch einen Mana pro Kill. Evasion Rating ist wieder 5. Das bringt mir keinen Vorteil. So, wichtig ist im Endeffekt noch darauf zu achten, dass ich natürlich, wenn keine Feinde da sind, möglichst schnell weiterlaufe. Aber ich merke, ich muss ein bisschen aufmerksamer sein, nicht, dass ich versehentlich vergesse, mein Leben aufzufrischen. Weil aktuell habe ich noch kein Item, was automatisch auch Leben generiert, womit ich bis bei kleineren Lebensverlusten auch ein Vorteil ist, dass die dann automatisch ausgeglichen werden. Sogar auch einen blauen noch gehabt. Aber okay, jetzt ein bisschen echt etwas Speed machen. Schwierig, wenn das ganze Ding laggt und im Endeffekt diese Zeitverzögerungen entstehen zwischen meinen Aktionen und den Reaktionen, die tatsächlich bei den anderen ausgelöst werden. So ist es natürlich sehr schön. So, gleich weiter. So langsam versuche ich auch, mich nicht mehr durch die Chest aufhalten zu lassen, weil die eh nicht viel bringen. Weil was eigentlich nur interessiert, ist irgendein magische Elemente, die auch zusätzliche Bonusteile liefern. So, damit haben wir bereits Level 4 erreicht. Ab Level 6 gibt es den ersten Punkt. So, das verstärkt unsere Mana-Regeneration noch ein wenig. So, das heißt, es ist jetzt nochmal um 20% die Mana-Regeneration zu steigern und danach im Endeffekt die Punkte auf Verstärkung der Kampfkraft zu bringen. So, die Gems sind wieder ein Level aufgestiegen, das heißt, sie verursachen mehr Schaden. Und deswegen das Ganze auch möglichst schnell aktivieren, damit die nächsten Erfahrungspunkte durch das Töten der anderen Monster dann auch gleich wieder für die nächsten Levelaufstieg genutzt werden kann. Bei der Eisnova zum Beispiel vergrößert sich der Aktionsradius und natürlich auch der Schaden. Logisch. Na. So. 7, 6. Tauschen wir die gleich mal aus. Okay, da ist schon der erste Zwischengegner. Ruku. Ein Scheinbild ist sehr praktisch, weil er das den Energieschild sehr stark vergrößert. Okay, da darf ich nicht zu dicht ran. Das ist sonst sehr gefährlich. So, im Endeffekt gilt es vor allen Dingen, das Leben im Auge zu halten. Und schauen. Ja.
So, der ist dann schon weg. So, Korallamulett, das ist sehr schön, weil damit ist natürlich Regeneration, Lebenspunkte verbunden, die dann generell wirkt und ich nicht immer über die Flaschen sozusagen kleinere Verluste regenerieren muss. Und mal gucken, was er noch zusätzlich hat. 12 Intelligence und Evasion Rating. So, dann mal wieder zügig. Okay, da kommen schon die nächsten. Das heißt, so zügig muss ich noch nicht. Aber jetzt sputen wir uns in die nächste Ansammlung. So, und dann gleich wieder sprinten und zur nächsten Gruppe. Okay. Das erste Stück schon vorbei. So. Okay, die schneller laufende Flasche ist momentan alle. Wollschuhe sind sehr praktisch, weil sie auch wieder das Schild verstärken. Und sie haben auch noch Zusatz. Okay, Maximum Life. Sehr schön. Okay, für die ist Cold natürlich nicht so ideal, weil die haben eine Resistenz und eine verstärkte Resistenz dagegen. Dann. Oh, die sind. Gut. Weil das natürlich mit diesem Schnellfeuer. Schwänzen ist das sehr kritisch. So, so, jetzt das erste Mal auf Schaden. Jetzt erstmal hier dran vorbei und dann die 20%. Das heißt, für die nächsten Level ist dann klar, wo die. So. Also, wo die Punkte verwendet werden sollen. Das ist einer der Schreine, die Leben regenerieren. Für, natürlich für die NPCs. Und was mir also nicht sehr weiterhilft. Okay, das ist wieder eine schöne Ansammlung. Die sind gefährlich, weil die normalerweise einfrieren und deswegen mit Vorsicht zu genießen und vor allen Dingen nicht zu dicht dran gehen. Gut, das war ja Glück gehabt, dass die nicht irgendetwas angestellt haben. So, mit der Simple Rope kann ich jetzt auch und natürlich mit der Level 4 können wir auch den Firestorm verwenden. Also kann ich den Firestorm einsetzen. Und dann nehme ich den Stormcoil mal noch mit rein, auch wenn ich den nicht so oft verwende. So, Firestorm, gut. Der Ice Storm ist im Endeffekt praktisch für die, wenn ich im Endeffekt mitten reinlaufen kann und der Firestorm, wenn es eben zu gefährlich ist, mittendrin zu stehen, sondern dann lieber ein bisschen von außen die Gruppe zu bearbeiten, zum Beispiel bei denen hier. Also Firestorm und Fire Trap dazu. Das ist dann schon sehr viel einfacher.
So, hier jetzt das gleiche, weil aus denen besser ein bisschen aus der Reichweite ausbleiben, bevor die anfangen, ihr Schnellfeuer einzusetzen. Okay, ein Iron Ring, der ein bisschen den Schaden verbessert. Das brauchen wir nicht. So, die brauche ich nicht. Gleich mit dem Punkt einsetzen. Also noch mehr davon. Oh je. Da ist noch eine verbesserte Robe. Das heißt, dann muss ich den Stormcall ablegen. Das sind im Endeffekt nur kleine Verbesserungen oder kleine Mehrwerte, aber an manchen Stellen könnte das dann schon den Ausschlag geben zwischen entkommen und überleben oder leider sterben. So, 45 Minuten, 40 Minuten. I need more mana. Shield Charge, was ist das denn? Den Freezing Puls haben wir eigentlich schon, den brauchen wir nicht nochmal. So, wir sind jetzt aktuell Level 6. Das heißt, der erste Punkt ist auf jeden Fall sicher und wie gesagt, Ausnahme ist hier, auch wenn wir jetzt sterben sollten, der eine Punkt ist trotzdem da, garantiert.
Also hier sind anscheinend die Vögel und diese Wasserdinger, ich würde sagen, sehr häufig vorhanden. Ja, wichtig ist im Endeffekt immer dran zu denken, rechtzeitig wieder den nächsten Mana-Trank zu nehmen, weil sie sagt nicht immer an, dass ihr das Mana ausgeht. Und dann ist es immer so, mit einem Blick unten auf der Kugel zu bleiben. Ein Auge rechts, ein Auge links und dann kriegt man nicht mehr mit, was im Spielfeld passiert, aber ja, immer wieder alles in Beobachtung haben, immer im Blick. I need more mana. Sozusagen schon der erste Reflex, sobald sie das sagt, gleich auf die Mana-Flasche drücken und gleich jetzt mal einen Schluck nehmen. Okay, das wäre zwar ein schönes Schild. Na, gucken wir mal nach. Feuerresistent, Kreuzresistent, Gleitresistent und hohe Armorzahlen. Naja, dann nehmen wir das. Ah, okay, das Trench habe ich gar nicht. Gut, kann ich eh nicht verwenden. Versuchen wir mal hier drin zu bleiben. Dass wir gleich dabei drauf gehen. Aber es scheint nicht so viele Vorteile zu bringen. Okay, Firestorm ist wieder eins aufgestiegen. Im Endeffekt, das Primäre ist jetzt eigentlich nur noch die Items auszutauschen, wenn wirklich magische Items wenigstens auftauchen. Weil sonst ist das alles, lohnt sich das nicht. Oder wenn natürlich die Möglichkeit besteht, die bestehenden Items aufzuwerten durch irgendwelche anderen Steine. Oh oh. Okay, das heißt, das eine Feuer war jetzt, glaube ich, von der Feuerfury. Genau, die sind nicht von mir. Also das ist einer der größeren Gegner. Da ist sie, Feuerfury. Das ist gut. Das heißt, die sollte auf jeden Fall ein paar schöne Eigenschaften geben. Und dann gucken wir gleich mal rein. So. Uff. Mana, Lightning Resistance, Attack Speed, Class Damage. Auf jeden Fall eine ganze Menge. So, dann hat er jetzt für einen bestimmten Gem-Typen plus. Nein, hat er nicht. Dann nehmen wir da den Freezing Pulse, ne, den Storm Core wieder rein. Das heißt, das ist ein Lightning Damage für alle Fälle, aber normal reicht das in der Form. So, Dexterity Evasion Rating, Life Regeneration, okay, dann kommt der gleich wieder weg. Und wir nehmen den rein, ich nehme den rein. So, der wird nicht mehr benötigt. So. Das ist ja schön. Sind aus Wasser, haben Resist to Fire und können aber schön eingefroren werden. Wir tauchen hier gerade wieder einen Haufen Blauer auf.
natürlich entsprechend schwer zu besiegen sind, aber hoffentlich dann auch entsprechend lohnendes XP geben. I need more mana. Okay. Power Ring. Gut, das ist der zweite Ring, den wir erst bekommen haben. Orb of Transmutation. Als ein Normal Item to a Magic Item. Dann machen wir das doch gleich mal mit dem Schild. Und vorher noch die Armor verbessern. Also die Qualität verbessern. Weil damit hat natürlich der andere Gegenstand am Ende gleich 10% mehr. Okay, das hat nicht viel gebracht. Na gut. Weiter. Chromatic Orb, mit dem ich die Socket-Farben im Endeffekt verändern kann. Aber natürlich ist es zufällig, welche Socket-Farben dort dann hineinkommen. Irgendwie hat mir diesmal der Wald gefehlt, weil das war jetzt zweimal eigentlich die Skelette, das trockene Land. Und das ist jetzt eigentlich schon die Match sozusagen aus dem dritten Akt. Okay, das ist. Da haben wir jetzt gleich einen Necromancer. Bei dem es wichtig ist, den möglichst schnell auszuschalten, damit er keine gefallenen NPCs wieder oder keine gefallenen Mobs wiederbelebt. Weil für die wiederbelebten Skelette gibt es dann im Endeffekt auch keine XP-Punkte mehr. Deswegen lohnt sich das an sich nicht. Okay, hier ist es zu gefährlich. So, wir sind jetzt aktuell Level 7 auf dem Weg zu Level 8. Das heißt, ich habe noch knapp anderthalb Level für das Erreichen der 3 Reward Points. So, jetzt müssen wir den natürlich möglichst schnell ausschalten, damit nicht allzu viele von den gerade gefallenen Skeletten wiederbelebt. Ja, das mit dem Leben kann immer sehr schnell hoch und runter gehen. Ein passender Feind und schon. War es das? Das Schlimmste ist im Endeffekt nur irgendwelche Mobs, die die Fähigkeit haben, mich einzufrieren. Weil das ist natürlich dann immer das Problematischste. Problematisch habe ich schon gesagt. Noch ein 24er, 24. Genau, das ist aber dann besser für den Mana zu verwenden. Den Schoko brauchen wir nicht.
Okay, das wäre Level 8. Jetzt haben wir die Angriffsstärke verbessert. Okay, da kommen wir jetzt wieder. Wie gesagt, den Necromancer ist wichtig, den möglichst schnell auszuschalten. So, haben wir jetzt noch einen goldenen ausgeschaltet. Orb of Transmutation. Normal Item to Magic Item. So, was können wir jetzt hier noch verstärken? Das ist nicht. Das. Okay, die Wolsch. Na, die sind schon. Okay, die können kein Dings aufnehmen. 10 Lightning Resistance. Okay. Wir haben jetzt aktuell nicht. Jetzt könnte ich höchstens nochmal nachschauen, was der noch mit sich bringt. Cold Damage. Naja, auch nicht so speziell. Okay. Okay, die Gems sind wieder bereit. Natürlich stärkt sich mit der Gem-Zahl auch der Mana-Verbrauch. Aber grundsätzlich, ich habe es noch nicht analysiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es sich trotzdem im Großen und Ganzen rechnet. Da war jetzt gerade schon zu sehen, wie ich eingefroren war. Und soweit man noch ein paar Tränke hat, kann man die Position ganz gut überstehen wahrscheinlich. Aber es kann auch dann sehr schnell mit den Lebenspunkten nach unten gehen. So. Okay, ausgerechnet jetzt haben wir verbesserte Wollschuhe. Okay, Wollschuhe hat man schon im Blauen. Oh, steht einer hinter uns. Was Interessantes dabei, keine Gegenstände, die sich lohnen, mitzunehmen. Okay, was haben wir da hinten eben? Simple Rope. Okay. Gucken wir mal, was die dabei hat. Ob sich das lohnt. Nein. Die Blitzschläger sind nicht so gefährlich, dafür ist dieser Blitzkugel umso gefährlicher. Okay, jetzt haben wir schon wieder da hinten einen von diesen Necromanchern, die wiederbeleben können. Vorwärts gekommen in der XP-Leiste. So.
So, 26 Minuten, das heißt, wir haben schon mehr als die Hälfte der Zeit rum. Sind aber gut auf dem Weg zu Level 9. Das heißt, noch 20%, dann sind auf jeden Fall das Ziel der 3 Punkte erreicht. Und dann mal gucken, was mit dem Bonusziel ist, 4 Punkte zu kriegen. Aber ich denke, dazu muss ich ein bisschen schneller vorwärts laufen, weil im Moment bin ich doch, halte ich mich zu lange mit den Einzelmonstern auf. Na, wo? Was hat der da jetzt gerufen? Okay. So, hier zügiger hoch. Oh. Jetzt wieder blau. Okay, Level 9. Das heißt, 3 Punkte sind geschafft. Die bleiben auch. Und jetzt gilt es noch in 25 Minuten fast noch 3 weitere Level bis Level 12. Dann gibt es 1 Punkt mehr. Als erstes werde ich die Cold Damage verstärken und dann von oben noch die Fire Damage dazu holen, vorausgesetzt wir kommen natürlich soweit. Weil wir haben jetzt eigentlich nur noch 3 Level im Ziel. Wichtig ist dann im Endeffekt solche Gruppen hier zu machen und möglichst schnell XP zu sammeln. So, flott, 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 flott. In den nächsten Haufen rein und hoffen, dass ich es überleben kann. So, die da hinten ist jetzt wieder eine von den stärkeren. Das ist sehr wahrscheinlich, dass die mich ziemlich gut einfrieren kann. Deswegen möchte ich der jetzt mal lieber nicht zu nahe kommen. Und der Great White Beast ist auch... Wie man sieht, sind also schon wieder 2 verstärkere Bosse da. Okay, sie ist schon fast weg. Jetzt fehlt bloß noch eher. Okay, das Rusted Spike nützt mich leider nichts, weil das ist keine Waffe, mit der ich sinnvoll arbeiten kann. Pine Buckler ist auch uninteressant. Okay, weiter. So, noch ein Necromancer. Mit dem. Ta-ta-ta-ta. So, das kommt noch ein bisschen. Dum, 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 dum. Okay, dann wieder 2. So, dann ist wieder ein Speed-Schrein. Ja, kann immer wieder Überraschungen geben, vor allem wenn sich die natürlich einbuddeln. Oder wenn die dann noch solche Zusatzdinger wie Feuer haben und mich in Brand stecken, bin ich nicht sehr begeistert davon. Hey, meine neue Lebenflasche. So, das braucht man nicht, das braucht man auch nicht. Okay. Endless Ledge, next Teil. So. Oh ja. Sie sind zumindest praktisch in Bezug auf die, weil sie sich natürlich genau zu mir hinbeamen, zumindest die mit den Schwertern. Also für die Eisnummer ist es sehr praktisch. Und sie sind nur bedingt gefährlich, solange sie jetzt keinen größeren Helfer bekommen. Okay, da sind diese Ziegenböcke sind insoweit gefährlich, weil sie mit ihren Sprüngen sehr viel Schaden verursachen. Und deshalb
etwas aufpassen, in eine Horde zu springen, wo dann gleich 4, 5 von diesen Ziegenböcken angesprungen kommen. Das kann dann sehr schnell wiederum tödlich enden. Im Endeffekt dreht sich das ganze Spiel darum, halt einfach lang genug zu überleben. Weg hier. So, das heißt doch aber, dass der andere gerade schon draufgegangen ist. Aber er hat nicht mal ein magisches Item hinterlassen. Naja. Okay, das ist doch schon mal schön. So, warum reagiert er jetzt nicht? Warum treffe ich den nicht? Im Endeffekt, Spinnen sind in den meisten Fällen sehr praktisch, solange sie keine größeren Giftdinge versprühen. Weil die dann auch in größeren Zahlen gut zu bewältigen sind. Wie gesagt, die Ziegenböcke sind in dieser Hinsicht sehr gefährlich. So, der nächste Punkt geht in Cold Damage und danach die Steigerung. Das ist schön. Wie gesagt, Spinnen sind einfache XP-Punkte. Nur die Ziegenböcke nicht. Uiuiui. Okay. Solange die Mana und die Lebensflaschen immer wieder voll sind, ist es natürlich nicht so schlimm. Da kann man ruhig ein bisschen was riskieren. Und wie gesagt, es geht ja jetzt eher um den Bonuspunkt. 3 Punkte sind in dem Fall okay und Überleben ist eine Option, aber keine Notwendigkeit. Hier noch was. So, flott unterwegs. Hier muss ich noch ein bisschen gucken, weil ein paar von den Käfern sind explodierende Käfer. Aber meistens sind sie zu langsam, bevor sie explodieren. Also es dauert zu lange, bis sie explodieren, sodass sie keine größere Gefahr darstellen. So, den Unsinn mal wieder loswerden. Eine Superspinne. Hey, das ist ja schon fast weg, das Tierchen. Velvet Slippers, hey. Die sind dann doch um einiges noch besser als die bisherigen, also zumindest was den Schild angeht. Und deshalb lohnt es sich natürlich, die dann zu verwenden. Und ich habe noch ein... Okay, es ist noch ein Magic Item mit Random Property, da werde ich mir auf den anwenden. 18 Mana. Okay. Freezing Pool, Stormcall. Rein. Okay, weiter geht's. Noch 16 Minuten, noch etwas über eine Viertelstunde. Um die Chance auf Level 12. Oh. Ja. So ist es.
unwahrscheinlicher, auf Level 12 zu kommen. Ah, das ist auch schon wieder ein Golden, ne? Diese Blitzkreise sind anscheinend auch ziemlich gefährlich. Das war jetzt wieder ein von diesen Lecksprüngen, glaube ich. Dass der mehr dichter war. Ja, er hat aber nichts Brauchbares fallen gelassen. Okay. Inzwischen ist Mana sozusagen kein großes Ding mehr, weil normalerweise habe ich jetzt immer genug davon. Meine Güte. Hier ist es sinnvoll, sich im Endeffekt lieber in AF1 zu konzentrieren, statt ständig das Feuerziel zu wechseln. Aber ja, die bringen ganz ordentlich XP. Okay, dann nehmen wir den Weinzirkel mal rein. Und ja, haben wir jetzt kein brauchbares Upgrade für irgendwas davon. Gut. Okay, da haben wir wieder eine große Spinne. Scheint jetzt noch nicht so. Okay, das Einzige, was sie macht, ist natürlich nicht zu verlangsamen, was insofern gefährlich ist. Wenn jetzt hier noch andere Gegner wären, die mir sehr starken Schaden verursachen. Was im Moment aber zum Glück nicht der Fall ist. Also, gucken wir mal. 10% fehlen noch zum nächsten Level. Okay, die interessieren mich. Naja, hat sie uns schon 7% weitergebracht. Nicht schlecht. Okay, da haben wir schon wieder einen goldenen Ziegenbock. Meine Güte, die sind hier echt häufig vertreten. Okay. Und dann haben wir wieder einen goldenen Ziegenbock. Weniger. Okay, da hinten scheint ein Schrein zu sein, der Leben regeneriert. Solange die dicht genug zu mir kommen, ist es natürlich kein Problem, weil deren die Wirkung vom Schrein nachlässt. So, jetzt haben wir den Colt schon mal, also die Verstärkung des Frostes, schon mal voll. Jetzt machen wir noch die Ecke im Endeffekt, wenn wir wirklich so weit kommen. Okay, so, wir sind jetzt Level 11, das heißt ein Level noch bis 4... Privatpoints. Okay, wie gesagt, nicht mit den kleinen Gruppen aufhalten, sondern wenn dann gleich in solche größeren Gruppen rein, überleben und platt machen. Normal Item Tool, Magic Item, das ist doch schön. So, erstmal die Mana Flasche austauschen und dann mal gucken, was wir jetzt noch verbessern. Wo habe ich denn? Ja, genau. Verbessern und Magic Item. Naja.
Rarity-Items nützen mir jetzt hier nicht viel, weil die kann ich ja danach eh nicht großartig verwenden. Aber okay. Ja. Der ist jetzt schon recht gefährlich und nervig. Ah, okay, da hinten ist der Frostmensch. Das ist im Endeffekt der gleiche, der auch die Medicine Quest sozusagen beschützt. Oder von dem das Medicine Ding zu bekommen ist. Und meine ganzen Flaschen sind jetzt leer. Das ist nicht schön. Das ist eben die Gefährliche, wenn der mich verlangsamt und mich dann der Schwarze sozusagen angreifen kann. Wobei, der Schaden macht auch schon genug Schaden. Aber jetzt sollte ich ihn gleich klein haben. Na komm. Nein, 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 nein! Oh, oh. Das ist sehr gefährlich. Okay, mein Schild ist zumindest mal wieder aktiv. Ach, meine Güte. Was für ein Nervenkitzel. Okay, weiter zum nächsten. Mal gucken. Achso, da waren wir schon. So schnell kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst, schon kommen zwei gut kombinierte oder sich gut ergänzende verstärkte Monster. Und schnell ist es mit dem Aufleveln vorbei. Noch ein Chromatic Orb, der mir nichts nützt aktuell. Ich weiß ja nicht genau, warum der jetzt umgefallen ist, aber zumindest habe ich meinen Fireball nicht gesehen, der ihn getroffen hat. So, mal wieder ein bisschen was entspanntere Monster, die einen nicht gleich so stressen. Muss doch nicht immer alles so drunter und drüber gehen. Na, da stehen eine ganze Menge Gems an, die dann aufgelevelt werden können. Ja, kommt schön her zu mir. Na. Die Ziegenböcke mal wieder. Boah. Das ist nicht gut. Meine Güte, was haben wir die für eine Reichweite? Wichtig ist im Endeffekt, dass auch die Flaschen immer wieder schnell genug aufgefüllt werden, wenn man zumindest einen von den kleinen kriegt. Oh. Mann, oh. So, wir haben noch 5 Minuten. Und wir stehen kurz vor dem nächsten Level. In 14%. Also
noch 14% bis Level 12, womit dann 4 Reward Points für dieses Event eingefahren werden. Ja, also ich bekomme dann 4 Reward Points für die Season 7 ist das jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. So. Ah, wir sind wieder eine Ledge durch. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, nochmal das gleiche. Also das gleiche Layout aus dem dritten Akt. Aber mal gucken, wie schwierig die jetzt sind. Von wegen. Hier irgendwelche Magier zu haben, die sich. Okay. Ja, die sind noch neu für mich. Anscheinend kann man die nur erwischen, wenn man sozusagen in dem Schild ist. Ist ja sehr interessant. Hey, Level 12. So. Es würde jetzt nochmal 3 Level brauchen bis 5 Reward Points. Aber ich werde jetzt zumindest noch ein bisschen weiter spielen und wirklich die letzten 5 Minuten noch ausnutzen, um dann auch, bevor ich den Stream für heute beende, noch mitteilen zu können, wie weit wir denn in der Auflistung etwa gekommen sind. Und auch natürlich für mich, um zu wissen, wie weit ich inzwischen in der Lage bin, in dem Event mitzuhalten. Weil andere, die hier in der gleichen Zeit bis Level 20 oder mehr spielen, ja, da sind wir noch ganz schön weit entfernt. Da brauche ich noch viel weitere Praxis und ist die Frage, ob das überhaupt meine Priorität haben wird, so weit mitzuspielen, um mal Erster zu werden. Ist immer eine Frage, was macht noch Spaß und was ist dann einfach nur Arbeit in einem Spiel. Spiele sollten nicht in Arbeit ausarten. Ist ja nochmal ein schönes Stück. Natürlich Schild auf jeden Fall. Okay, noch 2 Minuten. Dann einfach mal noch ein bisschen durchraschen. Items gekillt. Also,
deswegen war dann die ganzen Supernova und so weiter nicht mehr verfügbar. Auf jeden Fall teilen die ziemlich mächtig Schaden aus. Gut. Hybrid-Flask. Okay, wenn man dicht genug, wenn ich dicht genug rankomme an die, dann bauen sie zumindest diese komischen Schilder nicht auf. Ah, zu Ende. Okay, das war's. Level 12 und 59% dazu. So. Dann schaue ich jetzt mal nach, wie schnell die Info kommt, was sozusagen die Punkte sind. Und das zum Abschluss nehme für das heutige Livestreaming. Okay, Exiles Everywhere, das ist noch die davor, an der ich teilgenommen habe. So, Path of Exile. So, dann nehmen wir das Spiel mal raus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr und ich schaue dann mal noch. 56 Punkte, Reach Level 12. Okay, das werde ich mal gerade noch probieren, das noch hinzuzufügen. Fensteraufnahme. So. Firefox. Also Exile. Schnitt auswählen. So. Kann man noch das Ganze anpassen? Na komm. So, Season Details. Das ist unser jetziger Event. Okay. Das ist ein ganz anderes Bild. Anscheinend hat er damit Schwierigkeiten, den richtigen Teil auszuwählen. Aber es war eigentlich der richtige Ausschnitt. So, nochmal versuchen.
Gucken, ob wir jetzt das Richtige drin haben. Ja. So. Also aktuell die 4 Punkte sind erreicht. Und Rang 806, das kann sich noch um ein paar Stellen verschieben. Mal schauen. Okay, 784 jetzt schon. Das sind dann. Ja, und dafür Season Rank 648. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, mit Anhören und freue mich auf das nächste Mal. Und bis bald wieder.